Das liegt alles da unten. Das kann man von hier am besten loben. Ja gut, eins hängt, steckt an der Klippe fest. Oh, egal. Was ist denn das dort? Was macht denn das Bambi? Hä? Oh, das war weg. Hank, das... ich würde auf... Ich. Bambi! Oh. Hä? Also, Naturgesetze gelten hier nicht bei The Forest, alles klar. Ein Physiklehrer würde verzweifeln. Warum? Was macht's? Es ist berghoch gerannt. Es stand erst schräg da, dann ist es die ganze Zeit auf den Fleck gerannt und dann ist es auf immer berghoch gerannt. Oh, Cassie, weniger rauchen, würde ich sagen. Oh, geil, Refill. Ich glaube, ich werde irgendwie... krank? Ja. Ich komme! Hallo. Ach, da ist er ja. Erstmal zur Insel darüber. Wir müssen warten, bis... ja, wir müssen warten, bis Tag ist, sonst sehen wir das Brett nie. Oh, verdammt. Aber ich habe 20 Holzstöcke, 14 brauchen wir für ein Laubhaus. Wir könnten dann mal und so noch eine Runde kuscheln. Ist sie tot? Die ist tot! Ich hab die gerade mit der Steinschleuder. Die ist tot! Du Möwenmörder. Vor mit der Steinschleuder. Kannst du mal den Möwen kommen? Ich kann dich so nicht ernst nehmen. Nö, der kommt jetzt mit. Ich kann dich so nicht ernst nehmen. Der kommt jetzt mit. Ich hoffe, ich behalte den im Wasser. Nee, schade. Wie der reingetan ist. Ach nee, ist eine Feder. Boah, ich dachte, hier schwimmt ein Hai. Oh, nee. Boah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Neue ungelesene Nachricht? Okay. So, Abenteurer Ike, wo geht die Reise hin? Wo? Ich sehe kein Brett. Naja, noch keins. Es war auf jeden Fall hier, das weiß ich. Ui. Hä? Was ist los, Cassie? Egal. Quälst du gerade den Tyrox? Weg. Egal, du kannst doch seinen AFK-Körper misshandeln, quälen, schänden, vergewaltigen, was auch immer. Das würde ich doch niemals machen. Okay, sie hat's schon gemacht. Ich sehe das nicht. Ich auch nicht, aber das war halt hier. Weil das sind die letzten Inseln hier auf dem Weg. Ja, irgendwo in dieser Gegend. Und es hieß ja, zwischen den zwei kleinen Inseln ist es. Warte mal, sind wir hier nicht den Berg hochgekommen? Ja, wir sind ein ganzes Stück geschwommen. Eine kleine, zweite kleine. Das müsste jetzt bei dir eigentlich irgendwo sein. Ah, hier bei mir. Sag ich doch.
muss meine Taucherflasche aber auffüllen. Hahaha, ich nicht. Das habe ich schon vorher gemacht. Oh wow. Was dann? Palim, palim, palimlim. Ab nach unten. Warte, habe ich die an? Oh Gott. Was, die Taucherrüstung? Ich habe gerade gedacht, ich hätte die ausgezogen. Ja, weil der Balken verschwindet, wenn du in der Röhre hier bist. Ja, das... Ach, Melvin, Melvin, Melvin. Und selbst wenn, wäre doch nicht so schlimm, dann wärst du halt einmal gestorben. Wow, dann bekomme ich meine Sachen nicht mehr. Na doch, ich bin auch hier. Ich hätte ein bisschen was einsammeln können, aber ich hätte es behalten. Ja, das deswegen. Deswegen verschwindet auch immer was aus meinem Essensregal. Oder eigentlich alles. Nein, das war Kessel. Genau. Hä? Ich glaube, wir müssen noch eins. Ich hab gedacht, das wäre da oben. Immer diese Leute, die falsch denken. Was war oh, daran? Hier ist es. Yay. Yeah. Mit dem Mini-Schildkrötenpanzer. Das sieht aber geil aus. Ja. Warum habt ihr Mini-Schildkrötenpanzer? Nee, das ist so ein Mini-Konstrukt von der Schildkrötenbahn, wo es das Rezept gibt. Sieht putzig aus. Das waren bestimmt die Babys. Stimmt, deswegen sieht man nirgendwo Babyschildkröten. Oh nein. Oh. Geheimnis entlüftet. Jetzt frage ich mich ernsthaft, wie schmeckt Schildkröte im Real Life? Oh Gott. Schnell weg hier. Ob das genauso gut schmeckt wie Wildschwein und Reh? Ich weiß es nicht. Hat von euch eigentlich schon mal jemand Kaviar probiert? Ja. Und? Schmeckt das? Zu mir nicht. Es ist salzig und wabbelig. Also salzig ist ja klar, sind der Fischeier. Und wabbelig ist auch klar. Aber ich würde das nie essen. So ganz wenig probiert, um mal zu wissen, wie es schmeckt. Aber mir schmeckt es halt nicht, deshalb habe ich es auch nie wieder gegessen. Weil es gibt ja mehrere Sorten von Kaviar. Es gibt den schwarzen, es gibt roten und ich glaube noch weißen oder gelben. Also ich glaube, ich habe mal den roten probiert, aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, dass okay. Es gibt. Also hast du den mit den Babyfischen gekostet? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich kann auch schwarze sein. Ich habe das seit Ewigkeiten nicht mehr gegessen. Cassie, in den schwarzen sind tote, vergammelte Babyfische, in dem roten sind lebende Babyfische, in dem gelben ist Fischurin drinne. Was macht denn der Melvin da? Das war nicht die Seite, wo wir hoch sind. Och Mann. Also dann? Weiter hinter uns. Nee. Doch, ich schwimme aber dahin, weil dort Land ist und Holz. Ach, stimmt. Aber ich will mir doch jetzt kein Boot bauen. Nee, Bus. Nein. Warum okay, nicht? Okay. Bin oben. Ernsthaft? Ja. Warte. Du musst mich anweisen, das weißt du. Ich fall sonst wieder runter. Ja. Hä, das war, ich glaube, die gleiche Stelle. Nein. Du musst hoch und dann an die Seite. Das war definitiv nicht die gleiche Stelle. Ja.
Nee, du musst ja. Ja, nach da. Und dann an die Seite. Das sieht so blöd aus. Also. Nach links oder nach rechts? Wohin muss ich springen? Geradeaus und dann. Und dann nach rechts. Seite. Okay. Nö, Schnauze voll. Nö. Mann, das hat doch letztes Mal so gut geklappt. Ja, aber ich war der Meinung, das war woanders, nicht dort, weil das war ein Stück der Klippe war ein bisschen steiler. Kann ich vielleicht da was runterwerfen? Ja, kann ich. Ich kann da. Du beschießt mich jetzt nicht ernsthaft von da oben mit irgendwas, oder? Nein. Warum sollte ich? Ich würde jetzt so lachen, wenn du ausrutschend runter fällst. Nee, ich stehe ganz sicher. Ist das die mit, mit dem Holz? Ja, müsste das hier sein. Jupp, da liegt alles hier unten. Ach so. Aber du, ganz ehrlich, warum sollte ich mir jetzt noch was bauen, wenn es hier eh keinen Weg hoch gibt? Weg hoch? Ach stimmt, ja. Hier habe ich mal gebaut. Im Singleplayer. Weiß irgendwie nicht mehr so richtig, was ich machen soll. Du hast nichts gesehen, Melvin. Man kommt da aber hoch. Dich schon mal ausrüsten. Bedeutet? Na, wenn wir dann zum Endgegner wollen, irgendwann. Du brauchst sehr viel Essen, Trinken, Heilmedizin. Lachst du mich gerade aus? Nein, alles gut. Man kann, okay, man kann hier hoch. Also man kann wirklich hier hoch, das habe ich auch im Singleplayer. Ja, warte. So. Du musst nur immer irgendwie ein bisschen so senkrecht. So. Ja. Müsste ich eigentlich da drauf springen? Versuch's. Ja. Jetzt einfach nur noch. Sag ich super, doch. Super, hast du das. Super. Sag ich doch. Dafür muss Cassie sich bücken. Oh. Arme Cassie. Oh Gott, was macht die in meiner Base? Wo kommt die her? Die will auch mit kuscheln. Okay, mehr desto besser. Oh ja, ich wollte schon immer mal mit zwei Frauen. Melvin. Ja. Du brauchst auch noch Heilpflanzen und alles, ne? Hier wachsen jo. Überall diese Sträucher hier, womit du Energie und Lebensdings machen kannst. Stimmt ja, so ein Energiemix gibt's ja auch noch. Ja, die hole ich mir dann auf den Weg. Okay, bei mir war es gerade instant Nacht und wieder Tag. Wahrscheinlich, weil der Server gespeichert hat. Zu viele Pilze genascht. War hier nicht eine Höhle? Hey, wo bist du? Ach nee, hier oben war ein Club, die Dings, das Dorf mit dem Dynamit. Ne, da halte ich mich fern. Kommt immer die Mutter an. Was gibt's denn schon wieder zu motzen, du kleiner Dicker, du? Ey, ich motz doch gar nicht. Sag mal, wieso nennst du mich Dicker?
Ich wusste gar nicht, dass du eine Katze bist und neben mir stehst. Miau. Ne, ich bin mit Schlamm, ich bin mit Schlamm berieben. Mich sehen sie nicht. Hä? Oh nein! Nein! Oh Scheiße, jetzt kommen sie doch zu mir. Aber das sind die mit weißen Kreuzen. Ist das eine Schnake? Was? Überleg, ob das, was gerade in meinem Zimmer rumfliegt, eine Schnake ist. Wen nennst du hier Schnake? Echt? Ich bin der Eik. Oh. In meinem Zimmer rumfliegst. Naja. Eik fliegt in deinem Zimmer rum. Dann würde ich aber instant auf Cassies Bett landen. Weil das bestimmt gemütlich ist. Oh, ich dachte gerade, der betet. Ach so, Cassie, soll dir doch Aloe Vera geben. Ich bin gleich da. Ich bin noch 50 Schritte vom Tor entfernt. 40, 20, 30. Oh, ich höre. Ja, was hörst du? Nix. Hier ist gerade so ein weißer verbrannt, so mit Kreuzen. Ja. Und hier sind noch mehr. Okay. Nein. Ja, den habe ich aber nicht verbrannt. Das war der Tennisball. Ah ja, genau, der Tennisball. Ja, wirklich. Bösen Kinder schmeißen immer brennende Tennisbälle zu mir. Das finde ich gar nicht gut. Was machst du da? Nix. Nee, das will ich ja. Tor ist zu. Ich treffe die sowieso nicht, komischerweise. Ich kann's mal versuchen. Oh, wenn du jetzt das Tor zu machst, ne? Nee, lass offen! Lass rein! Lass rein! Mein Gott! Oh, Hilfe! Das bitte! Wie sind das? Das sind drei Stück! Ja! Verfolgt mich nicht, du Ekelvieh! Aber ich brauche eure Haut! So eklig, wie es klingt! Ich brauche eure Haut! Lasst mich euch heute! Ich brauche auch die Haut. Ein Vieh ist tot. Das geht ganz schnell. Das ist nice. Ey. Lauf nicht. Oh, ja, 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 ja. Oh Gott. Oh Gott. Das ist. Au. Au. Vom, dass ich die bekämpfen muss. Ja, mach doch. Ah, ist tot. Hä, die sind voll leicht. Mhm. Oh Gott. Aber und seit wann? Das waren noch keine Krauen. Warte, bis die Krauen da sind. Ja, stimmt. Ja, jetzt habe ich endlich wieder Mutanten. Ey, nö, Cassie, mein Kopf. Gib den her. Sonst kriegst du kein Aloe Vera. Ih, das sah aus, als ob das ein Arschloch im Gesicht hat. Das sieht generell echt widerlich aus. Oh Gott. Guck mal, genau mittig, das sieht aus wie ein Arschloch. Stimmt. Naja, ich muss noch den dritten häuten und köpfen. Sehr gut beobachtet. Ist die Mutantenhaut mehr wert als die Knochenrüstung? Nö, ist glaube alles gleich. Okay.
Melvin, bau mal bei Tyrox so einen Trophäenständer hin. Okay. Wieso? Jetzt. Müsste der nicht eigentlich verhungern, wenn der da so auf K rumsteht? Eigentlich schon. Hm. Aber was macht der Dude? Irgendjemand hat... Ach, er hat Musik hingeschaut. Was ist das? Bau mal den sein Ding... Das Ding hier direkt übers Bett. Den Trophäenständer. Ja, war wo? Direkt übers Bett. Und warum geht denn sein Musikplayer? Ja, hier, stimmt ein. Jetzt muss ich mal einen aufrufen. Wann da geht? Ach, kann das sein? Wenn der spielt, können wir nichts? Nee, eigentlich nicht. Aber ganz ehrlich. Ich kann jetzt was abspielen. Echt? Jetzt geht's. Ich kann jetzt was abspielen. Tatsache? Ach, Gott, lol. Was höre ich denn für einen Scheiß? Also ich habe hier meine, Oh ja. Anfälle. Aber wo ist denn sein CD-Player hin? Der hat dreimal dasselbe Bild. Er hat dreimal dasselbe Bild. Ja gut. Dazu müssen wir ja nichts sagen bei Tyrox. Das ist ein Messi. Ach so. Wir. Melvin, no? Genau. So heiß ich. Genau. Wie wär's denn. Ah, Schildkröte und Aloe Vera. Ja, Moment. Ja, warte, ich gucke gerade. Bin so gehypt auf die Kirche. Oh ja, aber da muss man eine Treppe hochbauen. Ist egal. So, als erstes die kleine Cassie. Ich werde die Kirche jetzt schon mögen. Ach so, ach, man kommt ja nie durch ihr Haus. Aus. Oh, Cassie! Ich weiß. Cassie.